Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Goldaktien versus Standardaktien. Die Wende kommt. Disclaimer. Goldaktien versus Standardaktien. Die Wende kommt. Das SAU-Gold-Ratio, aktuell 0,03, zeigt an, wie tief Goldaktien gegenüber Standardaktien sind, gefallen sind. Wir sehen einen langen blauen Keil, der sich seit dem 70-Jahrestief von 2016 bis 2020 gebildet hat und zweimal an der oberen Trendlinie scheiterte. Ein drittes Mal dürfte es nicht passieren und der Weg bis zur oberen violetten Linie könnte in 6 bis 9 Monaten erreicht werden. Es ist das Hoch von 2004, das Goldaktien am Ende des Bullenmarktes, also von 2001 bis 2004, sehr teuer waren. Wenn dieses Hoch erreicht ist, werden alle erkennen, dass es besser war, Goldaktien zu Tiefskursen zu kaufen, also zum jetzigen Zeitpunkt, der eine dritte und so gesehen auch letzte Chance war. Gewinnmitnahmen werden an diesem Zwischenhoch empfohlen, denn nach diesem Move ist mit einer starken Korrektur Richtung blauer Linie zu rechnen. Ja, Sie sehen, das ist ein wirkliches Langfristchart des Goldaktienindex SAU versus Standard & Poor, also des normalen Aktienindex, beginnend 1980 bis jetzt. Und Sie sehen hier beispielsweise, dass Goldaktien sich von 1980, das sehen Sie auf der linken Seite, bis zum Jahr 2000, das war ja die neue Markteuphorie, dieser Hightech-Boom, nur gefallen sind. Da waren also generell Aktien ein besseres Investment. Und einer dieser strategischen Wendepunkte in Goldaktien oder im Gold eben einzusteigen, war genau das Jahr 2000 und ist seitdem gestiegen. Und wenn Sie das sehen, hier von 2000 bis 2004, was hier angesprochen worden ist, sind die Goldaktien steil gestiegen. Dann hat sich das etwas abgeflacht und ging mehr oder weniger steigend seitwärts. Dann kam die Finanzkrise und dann mehr oder weniger der richtig harte und starke Einbruch. Und wir haben gegenüber Goldaktien versus Standardaktien eben, wie auch hier angesprochen, 2016 das Alltime-Tief gefunden. Mehr oder weniger gab es dann Ausbrüche, wir sind leicht gestiegen, was im Grunde genommen auch eben jetzt auf den dritten Ausbruch hindeutet. Und wir vermuten einfach, dass es ähnlich wie von 2000 bis 2004 jetzt einen steilen Anstieg geben kann, eben bis zur hier violetten Linie, also sage ich mal bis es 2004 gegangen ist, dann vermutlich eine Korrektur kommt. Das heißt, nach dieser Logik dürfte es jetzt zu dem energiereichsten, stärksten Anstieg bei Goldaktien überhaupt kommen. Und Sie sehen, wir sind tiefer als zum Jahr 2000 und wir sind jetzt langsam steigend, so sind wir meiner Meinung damit auf einer Abschussrampe. Und weil Goldaktien so extrem billig gegenüber anderen Standardaktien sind und ja am Ende eine Gold-Dow-Jones-Ratio von, also eine Unze Gold, kann es sein, haben ja viele berechnet, viele Experten, dass wir da zwei Dow-Jones für kriegen können. Könnte es jetzt zu einer ungeheuren Rallye von Goldaktien kommen. Aber wir konzentrieren uns erstmal auf diesen ersten Schritt, dass vielleicht diese violette Höhe, also die Bewertung von 2004 erreicht wird. Und dann magst du korrekt so. Wenn wir die kommen, ist das für Goldaktien mehr als genug. Die Penny Stocks, sofern sie gute Ressourcen haben, dürften alle dann sich in jedem Fall über $1 bewegen und einige dürften auch noch viel mehr steigen. Wie gesagt, eine gewaltige Chance, die es selten gibt. Eigentlich nur vergleichbar, wenn man dieses Chart ansieht, möglicherweise mit der Situation zwischen 2000 und 2004. Goldprojektgenerator Kanada, 10 Millionen Marktkapitalisierung, sehr hohes Risiko.
Goldexploration, Erschließungsunternehmen, das sich durch die Goldentdeckung zur Kirkland Lehden Abitibi Greenstone Belt von Ontario konzentriert. Ontario ist übrigens das Gebiet, wo auch so diese Gräbieraktie residiert ist, die von 5 Cent auf $30 gestiegen ist, hier von 2016 bis zum Jahr 2020 und jetzt von Kinross übernommen worden ist. Also ein sehr, sehr, sehr interessantes Gebiet. Die Grundstücke befinden sich in dem bekannten Goldsystem mit Zugang zur Infrastruktur. Das Unternehmen verfügt über 4 Schlüsselprojekte in der Nähe von über 50 Millionen Unzen Goldressourcen und Produktion entlang des Cadillac Breaks. Mit Ressourcen von über 1 Million Unzen im Kirkland Lake Camp hat sich das Unternehmen als nächstgrößerer Akteur in Kanadas wichtigen Goldabbaugebiet positioniert. Strategische Partnerschaft mit Agnico Eagle Mines Limited. Also nochmal zum Bezirk Kirkland Lake. Dort gibt es 11 Weltklasse-Goldgebiete in Ontario, Kanada. 40 Millionen Unzen historische Produktion. Das ist die Heimat der Macassa. Mine, höchstgradigste Goldmine Kanada, der Kerr-Addison-Mine mit über 11 Millionen Produktion bis 1996, mehrere Lagerstätten und große Betreiber und dadurch wie auch eben der strategische Partner Agnico Eagle. Eric Sprott ist übrigens in dem Umfeld auch investiert. Ja, schauen wir uns vielleicht nochmal den Chart an. Sie sehen, die Begeisterung ist schon mal ein Jahr 2020 für diese Aktie aufgetreten und dann im Grunde genommen seitdem vieles jetzt wieder verloren, fast alles verloren, hat aber scheinbar seinen Boden gefunden. Das macht die Aktie auf der anderen Seite attraktiv. 10 Millionen Marktkapitalisierung ist sehr interessant. Es sind 1A-Gebiete, teilweise hochgradige Bohrungen. Das ist jetzt hier kalkuliert mit Medium Grad. Weil das Unternehmen gibt ja eben bekannt, dass sie mindestens mehr als 1 Million Unzen haben. Ich nehme mal an, das dürfte vielleicht noch mehr werden. Das würde sich also der Potenzialfaktor theoretisch erhöhen. Aber gehen wir es mal so ran, um überhaupt irgendeine Abschätzung haben zu können. Jetzt schauen wir mal kurz auf die einzelnen Projekte. Also das sind diese 4 Projekte, die Sie haben. Das GSL Zink Projekt befindet sich in Nordwest-Alberta entlang der Great Slave Shear Zone, 60.000 Hektar. Ausgezeichneter Zugang zur Infrastruktur. Das McGarry-Projekt liegt neben der ehemaligen produzierenden Mine Kerr-Addison und beherbergt mehrere goldmineralisierte Zonen. Nahe der gelegenen Lagerstätte Kerr-Addison beherbergt die 11 Millionen Unzen Gold produzierende Mine, geologische Ähnlichkeiten zur Kerr-Addison, historische Ressourcenschätzung, die hier 8,57 Gramm pro Tonne mit 123.000 Unzen und nochmal 5,83 Gramm pro Tonne abgeleitete Unzenanzahl mit 30.000 Unzen. Das Knight-Projekt, Goldprojekt im Explorationsstadium, gelegen im südlichen Abitibi-Grünsteingürtel, Ontario. 100 Kilometer südwestlich des Goldbezirks Kirkland Lake Goldgebiet. Innerhalb von 70 Kilometer ist auch Iron Gold, Coat Gold Projekt und das Young Davison Mine von Almanos Gold. Im Gebiet hier Mirado haben sie eine ehemalige produzierende Goldmine. Da gibt es eine Mineralressourcenschätzung von 442.000 Unzen Gold mit 1,29 Gramm pro Tonne. Das habe ich dann auch genommen hier für die Kalkulation des Potenzialfaktors und den von dem Unternehmen selbst angegebenen 1 Million. Aber Sie sehen, was die Proben für Gehalte haben. Es kann auch jederzeit hochgradige Entdeckung aus meiner Sicht rauskommen. Also wie gesagt, solche Aktien sind in einem Goldboom, gerade in diesem sicheren Gebiet mit dem Partner Agnico Eagle. Eric Sprott ist investiert. Ist einfach ungeheuer interessant. Ontario sowieso sollte man sich mal anlegen. Trotzdem muss man natürlich bei dieser Marktkapitalisierung das Ganze als sehr hohes Risiko betrachten. Wie gesagt, ist immer keine Kaufempfehlung, aber ich will Ihnen hiermit immer einfach aufzeigen, was für interessante Assets eigentlich noch gibt. Und die ganzen Goldaktienprojekte sind immer noch ungeheuer tief bewertet und sind eben auch keine langfristigen Investment, wenn es zum Goldboom kommt und dann
das hochgetrieben und dann mit solchen Minimarktkapitalisierungen kann dann vielleicht auch sowas möglich werden, wie dieser Potenzialfaktor berechnet ist. Das ist alles denkbar, das kann man sich noch nicht vorstellen, aber wir brauchen höhere Goldpreise, wir brauchen im Prinzip eine dauerhafte Etablierung des Goldpreises über 2000 Dollar. Ja. Goldaktienbullenmarkt, Sie sehen es, was in der Vergangenheit passiert ist. Da waren eben wir in der D-Mining mit 0,05 Dollar auf 19,1 Dollar. Klar, der Goldpreis ist damals auch stark gestiegen und da war es nicht selten, dass Investoren aus 1000 Dollar eine Viertelmillion gemacht haben. Wir hoffen, dass sich Ähnliches zumindest in Ansätzen wieder einstellt, weil eben, wie auch aufgezeigt, diese Goldaktien im Verhältnis extrem tief sind. Und so tief wie Goldaktien jetzt waren, ich meine, dieses Chart am Anfang, das ging nur bis 1980, aber davor, es war auch nie so tief, wie es jetzt war. Das ist eine völlige merkwürdige Sache. Das heißt, wir haben entweder riesiges Downside, also negatives Potenzial bei normalen Standardaktien oder extremes Potenzial bei Goldaktien oder beides. Wahrscheinlich fallen die Standardaktien extrem und wahrscheinlich steigen die Goldaktien extrem. Und irgendwo in der Mitte treffen sie sich dann. Und so verzerrt war das in den 1970er Jahren nicht. Deswegen ist, denke ich mal, schon mal die Hoffnung berechtigt, dass es ähnliche Entwicklungen geben kann, wenn es dann wirklich zu einem Goldboom kommt. Ja, was kann man machen? Man kauft eben jetzt solche Aktien mit Superlativen. Ne? Man bindet sich nicht ein, das ist so risikoreich. Man verteilt aufs mehrere Gute, beobachtet das weiter und gut performende kauft man dann teilweise nach. Und so nähert man sich im Grunde genommen der idealen Struktur meines Erachtens an. 1000-Wecker-Reporte, wir versuchen genau diese Aktien zu identifizieren, sortieren sie nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko. Ja, wir haben auch eine Exit-Strategie entwickelt. Das heißt, was kauft man, wenn dieser Boom vorbei ist? Portfolio-Vorschlag und persönliche Beratung kann ich auch anbieten. Alles finden Sie unten im YouTube-Video verlinkt. Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte. Ja, die sind zu jeder Zeit immer an Gold und Silber gekommen, keine Mindestinvestitionssummen, sehr geringes Aufgeld. Sollte man als Alternative zum reinen Edelmetallhändler Kontakt haben, weil das schön automatisiert werden könnte, seine Gewinne dementsprechend anzulegen. Ja, Vergleichsportale immer nutzen auf gold.de, bevor man überhaupt physisches kauft, das ist klar. Nützliche Informationen, ja, da nochmal Informationen zusammengestellt, mit welchem Broker können Sie in der EU arbeiten, mit welchem Broker in der Schweiz, wo Edelmetalle einlagern, in der Schweiz und Liechtenstein, Langfristchart von Gold, Silber, Uran, Goldaktienindex, GDXJ und GDXJ, Gold, Aktien, Goldratio, Literatur über Goldaktien. Ja, auch Verlinkung von internationalen Diskussionsforum, Videos von Experten wie Uwe Bergold beispielsweise. Ja, wenn Sie generell Fragen, Zustellungsprobleme, Anfragen, Rückfragen haben, mich einfach anmailen beispielsweise oder mich anrufen und sobald es mir möglich ist, werde ich Sie dann zurückrufen. Ja, ich bedanke mich an der Stelle ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat, meinen Kanal zu abonnieren, vielleicht auch die Glocke betätigen, dass Sie sofort über neue Videos informiert werden. Also nochmal besten Dank und bis zum nächsten Mal.